Meisterliche Stimmung bei einem meisterlichen Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auf Deutschlands größter Fanmeile in Berlin lassen tausende Fans Erinnerungen an das Sommermärchen bei der Heim-WM 2006 aufkommen. Den souveränen 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen die Slowakei feiern sie fast wie einen Titel. Und bei den Treffern von Jerome Boateng, Mario Gomez und Julian Draxler brandet lauter Jubel auf. Bestes Team ever. Draxler hat ein echt gutes Spiel gemacht und Boateng hinten drin nach so einer Verletzung. Echt top. Zwei Klassen, drei Klassen besser als die letzten beiden oder drei Spielen. Dennoch drei Stationen, dann sind wir im Finale, wenn sie es schaffen. Und dann werden wir Europameister. Allerdings warten auf dem Weg zum Titel noch ganz andere Kaliber auf das Team von Jogi Löw. Schon im Viertelfinale am Samstag kommt es zum Duell mit Titelverteidiger Spanien oder Angstgegner Italien. Aber so eine Unterstützung aus der Ferne sollte den Weltmeister weiter durchs Turnier in Frankreich tragen.